Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Konnten Sie schon mit der Polizei sprechen? Ich habe dem Herrn Kommissar das Verbrechen geschildert. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis sich jemand der Sache annehmen kann. Okay. Wie meinen Sie das, um Stunden? Die Wache befindet sich gleich im nächsten Ort. Aber wie Sie wissen, ist er ein ganzes Stück entfernt. Ja. Wir müssen geduldig sein. Das sind Sobald der Kommissar seinen aktuellen Fall gelöst hat, wird er sich gleich um Ihren kümmern. Okay. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sie hören von mir, sobald es Neues in der Sache gibt. Wegen der Seilbahn. Der Seilbahn. Klar, was möchten Sie noch wissen? Was ist aus der Katze vom Freiherrn? Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail... Wissen Sie vielleicht, was aus der Katze des Freiherrn geworden ist? Nachdem er schon das Bergwerk, die Seilbahn und seine Frau verloren hatte, war das Kätzchen am Ende sein Ein und Alles. Verstehe. Wenn Sie mich fragen, wurde das ein bisschen zu viel für das arme Tier. Ja. Ah, okay. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Naja, also... Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens... Das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie sich. Ja, das ist uns auch schon aufgefallen. Können wir uns noch was nehmen? Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Ja. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Aber was? Kann uns die Kleine helfen? Ich muss jetzt erstmal sehen, wie es weitergeht. Verstehe. Ich will die Kleine lieber nicht stören. Okay. Verschlossen. Ich bin nicht müde. Ich aber ein bisschen. Wäre sonst noch irgendwas hier im Raum? Nö. Das war's im Großen und Ganzen schon. Moment mal, können wir jetzt, wo die Katze da ist, jetzt mit irgendwas interagieren? Nee. An der frischen Luft trocknet die Wäsche immer noch am besten. Nichts können wir hier machen. Na gut. Dann schauen wir uns mal weiter um. Wir könnten versuchen, mit der Angel die Kabel zu reparieren. Nee, können wir nicht. Können wir auch nichts weiter mitmachen. Das wird die Aufzeichnung sein, die wir schon haben. Ja. Brauchen wir nicht. Ja, ich weiß. Ist in Ordnung. Das haben wir auch. Haben wir uns das schon angeguckt? Ist ja auch nicht so wichtig. Hochspannung. Lebensgefahr. Ja, zum Glück hat es die Katze irgendwie überlebt. Wie auch immer. Das können wir uns auch nur angucken. Hier können wir wahrscheinlich auch nichts weiter machen. Kann man irgendwie Sachen kombinieren?
Ah, wir haben nicht wirklich was. Sieht kalt. Ja, sieht sehr kalt aus. Gute Idee, aber ich brauche einen Köder. Ich habe ein schönes, weiches Bettlaken über das Boot gespannt. Ja. Okidoki. Da sagt er auch nur das Gleiche, richtig? Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Na gut. Was können wir hier machen? Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Ja. Ha, seltsam. Sie ist die Wirtin des Gasthauses. Ja. Stimmt genau. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Ich dachte, vielleicht können wir. Ich rette dich, kleiner Freund. Was? Nimade, natürlich! Alles klar. Weiter geht's. Dann wollen wir mal angeln gehen, würde ich mal sagen. Mal schauen, vielleicht angeln wir ja den Schlüssel zum Keller. Na dann, Petri heil. Und los! Ja. Okay, ja. Was? Okay. Was zum ein Dosenöffner? Ein Dosenöffner. Ich habe eine Idee. Erstmal Angel wieder einstecken. Bitte. Okay, das war's auch schon. Mist, ich dachte, damit können wir jetzt vielleicht. Ein Dosenöffner.